Guten Morgen, liebe Zuschauer. Hier sind wir wieder wie Schiebun an unserem Schiff, okay? Wir sind wieder bei My Time at Central mit Fred und Elsie. Plenty of work planned for today. Let's root for each other. Jaha, lasst uns einander anfeuern. Ja, liebe Elsie, das machen wir doch gerne. Nicht auf dem Bett rumlaufen. Hallo? Oh, heute wieder ein schickes Outfit. Genau, kümmere dich um die Tiere. Sehr gute Idee. Und koch uns nochmal was Leckeres. Yummy, yummy. Ja. Gut, ist eher so von bis gekocht, aber ja, 25, 50, 75. Geht so, ja, vielen Dank. Ich werde es genießen, Schatz, so lecker. Ja. Oh, wen haben wir denn hier? Hallo, Herr Handwerker-Nachwuchs. Hey, Jackmelzchen, so süß, ich habe heute mit einem gesprochen, hat sich von mir streicheln lassen. Was hat es geantwortet? Gut, dann können wir den jetzt hier ein bisschen höher fahren. Er ist ja jetzt gewachsen. Er hat mit dem Jagdmann gesprochen. Okay. Hätte er jetzt gesagt, ich habe mich mit ihm über das Wetter und die Aktienkurse unterhalten, dann wäre ich jetzt umgefallen. Aber gut, hier ist alles möglich. Warum nicht? Vielleicht hat Noodles Doodles irgendwie geheime philosophische Anwandlungen und redet gern über Nietzsche oder sowas. Man weiß es ja nicht. Ja, man weiß es nicht. Was steht hier so rum? So, Potato Brauner, das hat mir noch Hand gestreichelt. Was sind das für Geräusche? Okay. Nudelst du auch? Was ist mit euch passiert? Warum habt ihr diesen Ton drauf? Also entweder wollt man die Tiere niedlicher machen, und die haben... Warum habt ihr denn so viele Handbären? Die mögt ihr doch gar nicht. Wer füttert die Tiere denn hier? Das ist ja Unsinn. Sonst sind sie auch nicht so ganz happy. Ist nicht ihr Lieblingsfutter. Also das ist ja... Hier ist auch noch überall Häufchen. Hier ist nichts geleert. Was geht denn hier ab? So, Harvey, Edna. Na gut, ihr habt nicht genug Tomaten. Dafür wurde die auch mit Sandbären gefüllt ohne Ende. Okay. Die Hühner sind zumindest wieder da, wo sie hingehören. Die haben Kastanien ohne Ende. Okay. Passt ja zumindest. Sieht so leer aus. Okay, dann können wir jetzt hier Avio wieder dahin ballern, aber es bringt ja irgendwie nichts, ne? Auch wenn wir den Ausgang versperren, die Tiere landen dann trotzdem woanders. Warum macht denn keiner den Stall sauber, sag mal? Was ist denn unser Zaubersperr? Da. Er ist ein bisschen spät zur Arbeit heute. Was ist hier los? Horst beschwert sich auch schon. Komm, Elsie, wild, machen wir ruhig bist hier. Lass uns mal küssen. Die Frau braucht halt so ein bisschen Zärtlichkeit, so ist das halt. So. Dann nichts als einen schönen Jagdmelkuss am Morgen. So, Horst, jetzt ist genug hier. Aber Spiegel, jetzt machen wir mal einen Job hier. Und riecht ja schon die Häufchen überall. Ups. Gecko! Was ist hier los? Ja, du bist nicht der Aufseher. Du könntest ja trotzdem mal was sagen hier. Als ihr da eben rumdackelt. So, haben wir denn hier was Lukratives, damit wir mit unserer Kasse auffüllen können? Hier mal einen Bronzespeer, der so gar nichts wert. Hier, warum will er denn sowas haben? In selten? Das macht ja gar keinen Sinn. So ein billiges Ding und dann noch dreimal aufwerten. Nee. Nö, dann machen wir nicht. Pech gehabt. Großer Lungenfisch? Im Ernst? Okay. Aber ja, ich genug von den Dingern, weil ich eh nicht, was ich mitmachen soll. Bergrosen scheint auch sehr beliebt zu sein, neuerdings. Komisch. Hier haben wir eine. Okay. Kann man das gucken? Dann muss ich das Silber nochmal machen. Der will 3 industrielle Verarbeiter für 12.000? Okay, ja. Komm, also das lass uns nicht entgehen. Das ist ja ein lukrativer Auftrag. Können wir wahrscheinlich nicht machen, weil wir nicht alles haben. Aber ist ja wurscht. Es geht ja nicht um Zeit. Das kriegen wir ja wohl hin. Müssen wir wahrscheinlich die Klingen ein paar Mal bauen. Oder? Ja. So, wir haben davon genug. Wir brauchen die Klingen und Zahnräder. Ja gut, das ist nicht so dramatisch. Da brauchen wir mal Garnstahlstangen. Die müssen wir mal wieder anwerfen hier. Davon brauchen wir eh eine Menge.
Du schmeißt ja eigentlich mehr raus. Ich glaube, den muss ich mal boosten hier. Der hängt so ein bisschen hinterher, arbeitstechnisch. Kann man hier nochmal was recyceln? Wir haben ja auch schon länger nichts mehr hier durchlaufen lassen. So keramischen Schwarz zum Beispiel. So, das ist in der Machung. Ja, wir brauchen Manganstahlstangen. Das nutzt halt alles nichts hier. Hier können wir 17 machen. So viel brauchen wir links auch wieder nicht. Also der ist noch am effektivsten hier. So, haben wir hier noch eigentlich noch irgendwas, was wir machen können? Nee, wir haben alles durch. So. Ne, das haben wir auch. Das ist ein Riesending, keine Ahnung. Was wir damit machen sollen. Theater, Theater. Hier haben wir sogar noch Teile für. Was machen wir mit dem Theater? Das ist leider so ein Riesenteil. Das ist da auch nicht gerade sich. Das lohnt sich hier, das hinzustellen. Das müssen wir auch nochmal verkaufen. Bringt das denn was? 200. Ja, was machen wir damit? Theater, Theater. Einer mag doch hier Theater in dem Laden hier, oder? Die Lehrerin. So, das drehen wir der Lehrerin an und dann sind wir das Ding los, weil es verkaufen macht auch keinen Sinn. Hallo, Frau Handwerkerin, okay. Hat sich wieder so eilig. Eins musst du den Leuten hier ja sagen. Die sind alle ziemlich fit. Das fing schon am ersten Tag an, dass Jasmine mit uns wie eine Irre hier durch den Ort gerannt ist. Und wir noch nicht mal wussten, wie die Shift-Taste ist. Also. Gut. Dann werden wir mal die Lehrerin suchen und eher dieses Theater andrehen. Hey Jensen, alter Zugfahrer, was macht denn die Bahn? Fährt die überhaupt noch? Ja, Kindermodelleisenbahn. Ja, die verstehen aber nicht, dass das eine ernste Angelegenheit ist. Das hat nichts mit Spielen zu tun. Sowas, ja, das ist schwierig, das beizubringen den Kindern. Wenn Männer Eisenbahnen bauen, ist das nicht Spielen. Das ist harte Arbeit, genau wie Dungeons & Dragons spielen eigentlich. Das hat auch nichts mit Spielen zu tun. Ja, wie du meinst, aber ich würde keine NFT-Aktien kaufen. Hallo, Nia, Avio. Ja, na gut, du. Schönheit vor Alter. Neulich, als ich aus dem Gewächshaus trat, sah ich den Sternenhimmel. Also der Gedanke, dass meine Eltern vielleicht denselben Stern betrachten, hat mich berührt. Also habe ich einen Wunsch ausgesprochen. Die Sterne gebeten, meine Eltern einen Funkel zu schicken. Zumindest keinen Funkel. Das ist schon mal gut. Das sieht vielleicht auch doof aus. Ja, komm her. Klatschen das schon wieder. Tui. Ja, ey, das reicht, glaube ich, jetzt auch. Schrubberst das ganze Fell ja ab am Rücken. Justice ist bestimmt sehr effektiv, wenn du die ganze Zeit in diese Richtung schaust, um Verbrecher zu fangen. Vielleicht kommen sie alle die Treppe runter. Gute. Ah ja, vielleicht ist doch eine gute Idee. Okay, Anzeige läuft noch. Jetzt geht aufs Rathaus. Das könnte ja dann ein Verbrecher rauskommen. Genau. Gute Taktik. Justice. Wer weiß, was er tut. Hey, Avio. Weißt du auch, was du tust? Ich weiß es nicht. Okay, hier hast du deine. Ich danke dir. Hoffentlich brummt das Amiras Wut. Sie wird wütend, wenn ich so reinhaue. Wenn du alle die Lungenfische aufgegessen hast, oder was? Ja, wenn ihr die unbedingt essen wollt, alle. Macht das. Hab ich denn letztens. Dann gucken wir nochmal so ein ganz Blumending für unseren Sohn. Dann hat er nochmal ein bisschen Spaß. So, ja, Soße kann man auch mal brauchen. So. Sonst brauche ich hier eigentlich nichts. Ah, die Truppe muss eigentlich langsam mal mit meiner Fleischbestellung auch rüberkommen. So. Jetzt müssen wir noch sehen, wo mit Jane. Was haben wir denn? Wie viel Uhr? Bestimmt oben. Hey, Jen. Hallo, Tag. Und man trainiert die Kinder mit Lernen und so. Müssen wir unser Kind nicht auch langsam mal anmelden in der Schule? Haben wir doch, ne? Hat doch seinen ersten Schultag gehabt. Ja, genau. War kein Mensch da, aber war der erste Schultag. Immerhin. Du müsst eigentlich auch ein Zeugnis kriegen. Ja, ja, nichts dafür. So. MIT. Dann gucken wir mal, wo die gute ist. So, Mann. Die Schule ist aber wieder voll heute hier. Unser Sohn eigentlich. Jahre später machten sich die Wissenschaftler Atari Universität auf die Reise, um die Route von Leo zurückzuverfolgen. Wo ist denn unser Sohn? Ich dachte, er ist eingeschult worden.
Oder hat er nur Samstagsunterricht? Sie stellten fest, dass Sir Leo so gut wie alles, was er sagte, erfand. Aha, wer ist Sir Leo? Hey, hallo! Jahre später machten die Wissenschaftler Tavern-Universität auf die Reise, um die Route von Leo zurückzuverfolgen. Oh. Okay. Aber wo ist denn Sandy? Ist ein Ding. Wie war denn dann diese ganze Einschulungsgeschichte? Wir alle hier wissen, dass es die Kirche nicht so gut mit Rick meint. Weiß jemand warum? Ja, wo du gerade von Relikten sprichst, dann komme ich hier nicht die Treppe hoch. Hallöchen! Genau, Theater. Wo wir gerade bei diesem Thema sind. Mal schauen, ob wir hier... Guck mal, wir haben ein wunderbares Modell von einem Theater. Ich denke mal, das ist genau das Richtige für mich. Es ist nicht gut, zu viel zu verlangen. Oder danke, du bist sehr großzügig. Sie freut sich genauso wie ich darüber. Siehst du, naja. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber okay, wir sind das Ding zumindest los. Hübsche Kantine hier. Ein riesen Bullerofen. Das sind Schafsmodelle, da oben ist ein Jagdmel, ne? Ja. Interessante Bilder, da kriegen die Kinder gleich Depressionen, ja gut. Okay, aber wo ist denn Sandy? Also steckt das eingeschult, ist hochintelligent, der braucht dringend lehrerhafte Unterstützung hier, lächerliche, also und so. Ist ja, bin immer verwundert. Was? Okay. Ist hier Grace. Wie an? Seltsam. Oh, hier ist Logan. Einmal nach unten. Ich bin ja schon oben. Danke. Dankeschön. Ja, machen Sie weiter. So. Ach, hoch. Hallo. Okay. Benjo. Die Katzen da wieder. So, wo ist jetzt Mian, die was wollte? Keine Ahnung. So, was haben wir denn jetzt? Paar Manganstahlstangen haben wir schon mal. Vielleicht kann man für eine Klinge. Das ist jetzt nicht so riesig viel hier. Na, wir brauchen diese Zahnräder. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr von den Teilen. Na gut, es ist in der Mache. So, Mian ist jetzt da hinten. Naja, gut, mit der haben wir eigentlich genug Punkte. Eigentlich wollte ich nämlich. Quatsch, wir stehen direkt daneben. In die nächste Region und dann nochmal ein bisschen mich kloppen mit diversen Monstern, mit beim Level aufsteigen. Bei, hier in unseren Kampfskills, da sind wir kurz vor einem Aufstieg. Dann könnten wir hier nochmal ein paar Punkte investieren. Würde auf jeden Fall. Ach, da ist sie ja. Würde ja nicht schaden. Lass uns ja auf unseren nächsten Kampf vorbereiten hier. Hey there. Was willst du denn hier? Wir haben Bronzeplatten. Ja. Jetzt will sie wieder Bronzeplatten. Puh. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt dabei habe hier. Eine ganze Bronzestange haben. Das ist natürlich was anderes. Ja. Habe ich jetzt gerade nicht dabei. Nimm mal ein bisschen Pappelholz. Kann man auch mal brauchen. Brennt gut und so. So. Haben wir jetzt hier nicht. Chippy hält die Ausschau. Okay. Ja, warum nicht? So ein Erdbändchen. Kommen wir hier rüber. Jo, wir sind hier rübergekommen. So, Mann, hier ist auch wieder viel Betrieb am Busbahnhof. Pui. Wenn wir jetzt hier vorbeikommen. Ja. Dann galoppeln wir mal runter. Was ist das hier? Ein Fünfer? Naja, das bringt ja nichts.
Der bringt nichts hier. Wupp. Oh, den kriegen wir nochmal. Ah! Ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn! Tor! Ja, könnte auch in der deutschen Nationalmannschaft nicht machen. Treffen auch nichts. So. Aber das, ich glaube, da hinten waren auch noch so Typen, ne? Ich da nicht irre. Gucken wir da hoch. Den Häschen unterwegs. Hier haben wir noch mal eine dicke Rüstung. Die nehmen wir mal mit. Dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen. Was ist das? Bergrose oder was? Ja. Und die Hüpfeschlangen bringen hier zu viel. Ein bisschen Achat können wir auch noch gebrauchen. Dankeschön. So. Sollen wir hier rüber hüpfen? Mal sehen, ob wir das schaffen. So, jawohl. Blümchen, du alte Bergziege. Haben wir das sehr gut geschafft hier. Was bist du für einer? 34. Ja, mit dem kann man ja zumindest ein bisschen was versuchen. Das hier auch. Und so, hier haben wir diese Mäuse. Zuratten. So, das ist eher eine G-Ratte. Die geht nämlich jetzt in die Jagdrunde. Hallo. Ja, jetzt ein bisschen aufmerksamer, ne? Sieht ihr nichts mit ihrem komischen Helm? Gibt es denn da Krallen? Krallen? Okay. So, wie hier ist das Kalkstein. Okay, na gut. Hallo, Herr Wüstenhofer. 195. Hier brauchen wir ein bisschen mehr. Dachchen. So, hier machen wir ein paar zu und wegratten. So, eher wegratten. Hier, bitteschön, sie auch. Heute werden alle bedient. Mit einer nach dem anderen. Nicht alle auf einmal. Nicht drängeln, nicht drängeln. Hallo. Bitteschön. So, wieder noch jemand. Hallo. Du bist ein Opfer. Jetzt hüpfst du nicht. Hallo? Das kann ich nicht treffen. Unhygienisch. Lass das. Oh, angespuckt hier. Das ist der. Ja, der macht immer seine Animation hier mit seinem Stöckchen. Der passt auch nicht immer. Also mehr war ja nicht, ne? Ist hier noch einer versteckt von den Burschen? Wollen wir eine Mittagspause oder was? Nee. Mal erwischt. So. Diese Bäume eigentlich fällen, das wird sich ja richtig lohnen hier. Naja, wird wahrscheinlich nicht gehen. Wo bist du, Blümchen? Alter, oh, halt, Moment. Oh. Hat das überhaupt was gebracht hier jetzt punktetechnisch? Doch, ne, ach, da oben ist noch einer. Ach, das ist auch wurscht. Wenn ich mitspielen will. So, wir hauen wieder ab. Tschüss. Ja, mir auch egal. Gut, wenn ich mitspielen will. Halt Pech gehabt. So, hallo. Hm, können wir noch mal rüber mitnehmen hier? Oh, nein, brauche ich nicht. Was hier? Nee. Da können wir eh nicht rein. Hat man den Weg zu Fuß hier an diesen Stufen auch zu wenig. Dumm die dumm. Dann schnappen wir uns mal hier so ein paar Typen und verdreschen ihn ordentlich. Gucken und haben die hier. Ja, das sieht schon besser aus. So. Was haben wir denn hier, ein Giegler? Hallo hier, der Praktikant. Hallo. Heute haben sie einen ganz schlechten Tag. So. War keine gute Idee mit dem Praktikum. Der Gegnerkorb macht das, bringt das gar nichts. So. So, Sicherheitskraft. Ja, hey, hallo? Nicht von hinten. Hier bin ich. Bisschen mehr Konzentration. Also, man muss auch ein bisschen mitmachen.
Rokoko ist fertig, ja. Die Sandkorallen. Nehmen wir nochmal so einen Boosten mit. Kann man immer gut gebrauchen. So, was hier hüpft hier noch so rum? Ach, hier haben wir da alle auf einem Haufen. Was ist das hier? Eine Muschel. Na gut. So, hier nehmen wir auch noch PR-Beauftragte. Die kriege ich eh nicht leiden. Jetzt hier nehmen wir nur Stuss. Hallo, hier ist Darby. Hallo. So. Ja. Schöne Grüße. Noch ein Praktikant hier. So, wird nicht bezahlt und ich nur eins auf die Schnauze. So, hier haben wir noch ein paar Stabis. Ja. Nicht weglaufen. Na gut. Das hier auch noch mal für Schade. So, wir will noch mal, wer hat noch nicht hier? Superstar Mi, Hallöchen. Spaß. Hol den noch mal auch. Hier. Zwei. Guck mal, ein super duper Star Mi. Giglar. Lömm. Du auch. Lömm. Den haben wir auch erledigt. So. Mhm. 19. Boah, das dauert ja ewig. Da kriegt man so wenig Punkte bei diesen Vögeln hier. Das bringt ja gar nichts. Hallo, ja. Schön groß am Bikini Bottom. Besser da geblieben. Also heutzutage einen guten Statistenjob zu kriegen, auch nicht so einfach. Die Trickserien sind auch alle überlaufen. So, und bei South Park will auch nicht jeder mitmachen. Lieber noch das Starbys. Wenn wir noch hier rumlaufen. Seepferdchen, am Ende eine Stufe 48. Ja. Noch was höherstufigeres. Und da hinten diese Seepferdchen mit den Starbys zusammen. Oder? Ich glaube, die sind ein bisschen krasser. Hier noch ein paar. Ja, hier. Pferde-Starby. So. Jetzt mal lachen. Hallo? So, ausgelacht, mein Freund. So, hoppe hü, du auch. Zack, bumm. Da ist noch welche. Ha. So, ich krieg euch. Ups, wenn ich euch treffe. Halt rum. Ausgelacht. So. Noch so ein Blubber. Das Pferdestand. Er lebt noch. Statt Brrrr zu machen, hättest du besser mal angegriffen, mein Freund. Ach, hier ist noch einer. So, zack, eins auf die Nase. So. Hallo, ich brauche Punkte. Will noch jemand? Na gut. 40. So, der nächste bitte. Hallo. Nicht spucken. Unhygienisch. Hier war doch noch einer. Da hinten. Hier, der haut ab. Hey. Der Job ist noch nicht erledigt. So, bitteschön. Mira? Wieso hat sie jetzt Palim gemacht? So, hier ist gerade mehr, wie das aussieht. Problemchen. Wir haben jetzt hier Ruhe gesorgt, aber ist auch sonst niemand mehr. Wir haben sich jetzt alle versteckt. Ah, hier. Ah, guck mal da. Wir haben hier gerade Zigarettenpause gemacht. So, Freunde, so nicht hier. Das ist ungesund. Sorry, Blümchen, du stehst im Weg ein bisschen. So, aber wie lange dauert das denn, wenn man hier Punkte kriegt? Ach, da muss ich noch 60 Starbys killen samt Reiter und so. Ist doch nichts mehr. Ist alles gekillt, was es gibt. Wo sind wir denn überhaupt? Da. Also, das reicht hier so ein paar Giegler umzulegen und dann haben wir unsere Ruhe, aber ne. Hier noch irgendwas?
Wüstenchaos hier. Ist niemand mehr. Hier oben auch niemand. Hier ist der Meister noch was. So, habe ich euch erwischt. So, verstecken gilt nicht. Krieg euch trotzdem. Hey, nicht aus der Ferne hier. Lustiger Kerl. So. Pump, den haben wir auch. So. Den haben wir aber gezahlt. Ah, oh, Komm jetzt hier halt runter irgendwie. Plop. Oh, kann man die kaputt machen? Okay, Gewehrmunition. Hier so findet. So, hier haben wir noch ein paar Vögel. 50, okay. Und du auch. So, die haben wir auch. Lustige Geräusche. Hier haben wir noch ein paar Ponys. Ein Pony, aber die bringen diese Punkte nur. 40, naja. So, den haben wir weggeschmoppt. Hier den nächsten. Hallo, Moment. Ja. 48, 48. Die bringen ja viel Punkte, ist ein Problem. Und so. Noch irgendwas drin, Leder und Tau. Naja, gut. War schon wieder so spät. Ach nee, jetzt müssen wir schon wieder nach Hause. Ich habe noch gar nicht genug Punkte. Da ist noch ein Giegler. Komm, die nehmen wir noch mit. So, euch nehme ich mit. Bis zum letzten Atemzug. Hallo, Herr PR-Beauftragter. Plöpp. Kommt schon mal her, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich muss nach Hause, meine Frau wartet im Bett. So, Flöpp, hier, du auch. So, ein bisschen mehr Beeilung, Leute. Mal ein bisschen schneller anstellen. So. So, der ist auch schon weg. Zack, der auch. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Du hier. Bums, Name drauf. So. Keine unanständigen Geräusche, bitte. Gucken wir das Kind dazu. So, du auch, wiedersehen. Noch ein Starby. So. So, mal eine Schraube. Schraube da weg. Kann man sich mal wehtun mit sowas. So. Ganz geschafft, Blümchen. Ab nach Hause. Ja, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Sorry, hätte früher kommen müssen. Es wird spät. Ihr solltet es nicht ausruhen. Das habe ich auch schon 600 Mal gelesen. Und jedes Mal ignoriert. Also, was soll's. Der fährt nicht mehr, ne? Das ist ja immer so. Ach, warum haben die keine Nachtlinie hier? Ihr wisst doch, dass hier ein Handwerker bis 3 Uhr unterwegs ist. Man könnte sich im Nahverkehr auch mal ein bisschen flexibel zeigen, finde ich. Naja, komm, Blümchen, mal sehen, ob wir es noch schaffen. Ja! Vorsicht, Schlange, geht nicht drauf treten. Jetzt kriegen wir die wieder von den Hufen nicht runter. Schlangenschleim, das ist nicht so lecker, wie sich das. Naja, hört sich eigentlich auch nicht lecker an, aber. So richtig dunkel wird es hier auch nie, ne? Hm. Liegt aber nicht an Freds Haus, nein. Oh, das wird knapp. Was wollte der tun denn noch? So, mal sehen, wann wir hier umfallen. Schlapp mich bitte ins Bett, Blümchen. Ah! Ja. Da ist er umgefallen. Plum. Wir sind mal schnell aufgewacht. So, Elsie schläft zur Kontrolle schon mal wieder mit offenen Augen. Naja, gut. Ja, früher eine Katze. Ich bin erschöpft. Aber was? Na gut, gucken wir mal. Jetzt haben wir zumindest die Punkte gekriegt. Sehr schön, sehr schön. Ja, Mann, das war auch mühsam, bis man jetzt hier die nächste voll kriegt.
Dann können wir das jetzt hier machen. Durchhaltevermögen, Erholungsgeschwindigkeit erhöht sich. Aber also dann merkt schon im Kampf. Und dann kann man so, ja, das finde ich nicht so interessant mit dem, ich werfe nie Waffen. Aber dann können wir das nächste mit dem schweren Schwert machen. Dann haben wir das auch. So. Zack. Und irgendwann haben wir dann hier mal alles voll. Ja, hier fehlt uns ja nichts mehr. Hier gibt es noch... Ja, hier gibt es noch zwei Sachen. Das hier und das. Ja, die minimale Chance, was besser und noch besser ist, ist leider nirgends so definiert. Und hier das mit dem Vieh. Ich habe noch nie Vieh verkauft, das will ich auch gar nicht. Dann haben wir das auch voll. Ja. Und hier können wir ja nichts mehr machen. Gut, da bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Hier in Sandrock. Jetzt sind wir auf jeden Fall aufgerüstet. Und dann geht's weiter. Und dann müssen wir uns mal Logan schnappen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jiha! Nicht die Treppe runterfallen. Ich komme nicht durch die Tür mit dem Ding.